Das waren eh nur noch 19 Sekunden oder 15 oder was weiß ich. Ich kann die Uhr nicht lesen. Hey, Kinder! Könnt ihr mir sagen, warum ich mein verfickter Router so fickt? Ich suche jetzt seit über 20 Minuten ein Spiel. Ich will einfach nur spielen und aufnehmen. Regt euch mal ab. Wisst ihr, ich bin endlich zu Hause, hab hier noch meinen Scheiß erledigt und kann jetzt geschwind ein Spiel aufnehmen. Ich habe so ungefähr eine Stunde Zeit. Kommt doch mal runter jetzt, bitte. Kommt doch jetzt einfach mal runter von einem hohen Ross. Wehe. Na also, endlich! Frohlocket. Also, legen wir mal los hier, ne? Wir haben schon mal einen Arsch im Team. Geil. Ich habe gehört, dass wir so richtig zusammenrambissieren, da, die Bongard. Und da habe ich auch schon ein bisschen Lust drauf, ist klar. Bin ich jetzt allein oder was? Okay, solange die Leute auf A sind, oder? Nein! Tobi. Das ist der einzige Nachteil an so einem verkackten Riesenmikrofon. Mit Ständer und allem drum und dran. Man ist immer so... Ich hänge in so einem kleinen Bereich hier unten drin mit der Hand und da komme ich eigentlich ganz gut zur Rand, aber jetzt ist das nächste. Und wir spielen gegen den gesamten Clan. Alter, put the middle fingers in the E. Ich meine, klar, wenn alle so spielen würden wie ich, ja, würden wir gewinnen. Oh, der ist gut. Wenn alle so spielen würden wie er. Let's show them who we are. Es ist keiner Mitte, Mann. Was ist das hier für eine affige Hundehütte? Apartments, at least three. Be all. Rats. Oh, was ist Rats? Leute, ich tut mir echt leid, dass ich so hart am Ragen bin, aber das ist diese verschissene Kacke. Ich komm nach Hause und mach halt meinen Scheiß und dann nehme ich noch schnell was auf. Ich kann wirklich nur noch... Und ich spiele dann ganz kurz 50 Minuten ungefähr Counter-Strike und die nehme ich auch auf. Und es ist so ein riesiger Druck dahinter, da irgendwas rauszuholen aus dem Wix hier. Und dann bin ich alleine auf B. Okay, Lila kommt, sehr schön. Und dann passiert sowas und das ist einfach zu kotzen. Egal, komm, jetzt können wir kaufen, jetzt wird es doch was, oder? One of apartments. One get a VP on mid. Nein! Oh, wie unglücklich, oder? Aber ich meine, es war auch ein saublöder Move, was ich da gemacht habe. Oh. Go fast. Komm, du schaffst es irgendwie, mach doch was! Nein! Weil Yellow so scheiße langsam war. Das nervt einfach übel. Das ist ein Scheiß. Ich brauche ein Jahr Urlaub oder so. Am Stück einfach mal. Das wäre mal eine edle Geschichte. Was glaubt ihr, wie geil die Videos dann werden? Holla, die Waldfee. Nice, Leute. Da haben wir die erste Runde geholt. Ich kann das gerade irgendwie nicht fassen. Oh, ich habe vorhin noch mein Autoradio aus und ein anderes Radio eingebaut. Hab mich gefreut, dass es so reibungslos funktioniert hat. Ja! Wow! Nice, Alter! Abgefackelt und den Knilch gebumst! Aber ich war auch lucky, dass er mich mit seiner Diegel kein einziges Mal getroffen hat. Es hätte nur einen Schuss um den Kopf gelangt, wäre ich schon, da wäre ich halt tot gewesen. Ich habe mir schon überlegt, dass ich einfach mal demnächst, wenn ich richtig ausspannen will, den Guschel nochmal dran lasse hier an die ganze Geschichte, dass er auch immer so eine Runde Matchmaking spielt, weil ich glaube, er ist schon. Ich vertraue ihm da so ein bisschen, dass er das nicht ganz ins Sand setzt. Oder? Was meint ihr? Ich glaube, er könnte es schaffen. Guschel. Günnibert. Wie ich ihn liebevoll nenne, Günnibert. 1B. Nein! Okay. War schon ganz gut, aber ich hätte jetzt nicht verrecken sollen, nicht, alter Kötel. Ich bin so ein richtiger Wildkötel, weißt du, so ein Köttel, den ein Hase oder ein Reh legt, irgendwo in der Wildnis. Sowas bin ich. So ein richtiger, ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber das ist ein süßer Spitzname, oder? So kann man auch seine Freundin nennen oder seinen Freund. Du kleiner Wildkötel, du. Ja, 1 Apartments. 2 Apartments. Nein! Mann, wie hektisch ich da rumgesponnen habe. Egal, immerhin habe ich sehr gut angesagt. Ich scheine das ja doch sehr oft. Bomb down mit. Nein! Open! Nice. Er hat viel früher defusen müssen, aber er hat es geschafft. Er hat den Bombenleger gekillt, er wusste, dass der andere noch im Jungle ist. Und er hockt sich hin und wartet, bis der kommt und meint dann, vielleicht defuse ich jetzt doch, wo er vor mir steht. Nice. Nein! Weil der Mate angerannt kommt, der Vollidiot. Er hat mich voll verraten, ich wollte Sneaky Beaky da eine schöne Feuer reinschmeißen. Und dann kommt er angelaufen. Warte mal, was ist denn da? Sei ruhig, mein Freund! Kommt er auf seinem Pferd angeritten. Ich habe keine Kokosnüsse. Weil der eine auf Mitte steht ein bisschen eklig da, weil wenn da einer Underpass. Merkst du was? Underpass.
Übrigens hier ein herzliches Hallo an alle neuen Abonnenten. Es kam jetzt wieder mit den letzten zwei Counter-Strike-Videos einiges an Abonnenten rein. Ich habe eure Resonanz gemerkt auf die COG-Folgen und Clash Royale-Folgen. Ich weiß, ihr wollt am liebsten Counter-Strike sehen und ich werde das natürlich befriedigen, diesen euren Wunsch. Ich werde natürlich immer wieder was anderes bringen. Also auch mal wieder in COG reingucken, in Clash Royale und auch andere Spiele zeigen. Aber keine Sorge, das Hauptaugenmerk werde ich nach wie vor hier auf Counter-Strike richten. Ein Großteil meiner Fanbase, ich sag einfach mal Zuschauer. Die schauen halt alles. Also, da geht's um mich. Natürlich. Wow, fuck. Ganz kurz, Leute. Ruhe. Also, jetzt lassen sie voll nach. Egal. Ja, also, die meisten schauen eh am liebsten alles. Das finde ich auch sehr schön. Ich weiß, ich habe auch meine eingeschworene CSGO-Fangemeinschaft. Und natürlich werde ich euch nach wie vor ultramäßig belästigen, wollte ich gerade sagen. Hallo. Ich will natürlich befüllen. Dass ich auch ultracrank. Ich werde den Kanal beschicken mit CSGO weiterhin. I'm talking to your nice ass. Oh, wo wir es gerade von belästigen haben, hä? Oh mein Gott! Apartments. Die MP7 ist schon nicht schlecht. 1 OBP, 120 HP. Don't peek. Yeah. Durch die Wand, mein Freund. Bitte stirb jetzt nicht, Alter. Nice. Oh mein Gott, mein Herz. Ist ja fast in die Hose gegangen, ne? Hätte einfach davonlaufen müssen. Hat eh nur noch 19 Sekunden oder 15 oder was weiß ich. Ich kann die Uhr nicht lesen. Yep. Killer, der Cheater, der oder alle Bonger. Die letzte Runde holen wir uns auch noch locker. Und dann bin ich eigentlich mal recht zufrieden. Und so kann aus einem anfangs doch recht behinderten Spiel ein recht schönes Spiel werden, in dem ich euch auch noch einige Informationen rüberbringen konnte. Das ist wichtig. Ach, ich habe mir übrigens auch schon Gedanken gemacht wegen der Gamescom. Also, möglicherweise bin ich dort auch vorzufinden. Bombe ist hier auf Alala. Nice Job. Alles klar, ich bin Vorletzter und hab nur einen Stern. Ich hab die Bombe, ich bin so cool. Ich hab die Bombe, bin cool, gar nicht schwul. Und, bop. Bomb has been planted. Wie sie alle reinballern. Nice. Ich sehe überhaupt keine Feinde. Oh, shit. Okay, gut. Naja, was soll ich jetzt sagen? Läuft bei uns. Also bei mir gar nicht. Guck mal. 11-11. Move it. Ja. I saw the sign. And I'm looking in your eyes. And I saw the sign. And on the sign stands. Do not go weiter hier. Aber ich gehe so viel wie ich will. Laber mich nicht voll. Nice. Halb lang. On Spot. Unglaublich, Mann, er war auf dem Spot versteckt oder so. Scheiße, haben sie AWP, jetzt haben sie alles, Mann, wir verlieren. Oh mein Gott, Mann, machen die jetzt hier das Comeback des Jahrtausends oder was? Ich habe so unglaubliches Pech in der Runde. Okay, immerhin hat er durch mich. Ich habe ihm 99 gegeben. Oh, fuck! Mit one. Go for A. Die Bombe läuft woanders lang! Ist der behindert? Rush? Okay. No! Lila läuft woanders hin, die Bombe läuft woanders hin. Es ist doch wieder verloren. Wir sind plötzlich alle so verängstigt. Es kommt keiner richtig mit. Das sind keine Rush, was wir da machen. Plant. Nice. Komm! Okay, komm schon. Plant doch! Nein! Ich fass es nicht, Alter! Das ist gerade so extrem unglücklich, das gibt's gar nicht. Wir haben zweimal versucht, die Bombe zu legen, das hat nicht funktioniert. Okay, ich regle das jetzt. Go, B. Krass. Boah! One spot, one. Nice. So, dann holen wir noch die andere Runde, dann ist gut, ne? Alter, total durchgeschwitzt. Selbst wenn es jetzt ein Unentschieden wird, ist es nicht schlimm, aber ein Lose wäre jetzt pervers behindert gewesen. Und da ist das verfickte Unentschieden da. Ich fass es nicht. Oh, schlimmstes Spiel der Welt. Naja, egal. Fertig gekämpft. Ich bin jetzt am Ende und muss erstmal was essen. Auf jeden Fall Daumen hoch für die Gegner, weil sie einfach fast gewonnen hätten, die Wurstkinder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.